gnädige Frau. Oh, du scheinst eine Eroberung gemacht zu haben. Die Blumen sind von dir, Jack. Diesmal leider nicht. Von wem sind sie denn? Ich weiß nicht, gnädige Frau. Ja, aber haben Sie denn nicht selber die Blumen verkauft? Doch, Herr Gérard, aber ich kannte den Herrn nicht. Doch gleichgültig, Jack. Oh, danke schön. Lassen Sie die Blumen in meine Garderobe stellen, ja? Wart ihr zum Konzert in der Albert Hall, Gladys? Sagt ihr, es war wundervoll, Mando, einfach herrlich. Ach, und irgendjemand hat mir erzählt, wer war es doch gleich? Jack, habe ich es dir nicht gesagt? Darf ich Ihnen Captain Lincoln vorstellen? Ein alter Kamerad von mir. Entschuldigen Sie bitte, aber... Bitte, wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Nein, danke, ich bin verabredet. Gnädige Frau, bitte ans Telefon. Ach, Ihre Wohnung. Einen Augenblick. Bitte. Hallo? Was ist denn, Bessie? Charlie hat Fieber? Nein, nein, nee, Frau, es ist nichts Schlimmes. Nein, ich wusste doch nur nicht, was ich machen sollte. Und da habe ich geglaubt, dass es das Beste ist, wenn ich Sie gleich anrufe. Aber natürlich, Bessie. Rufen Sie sofort Dr. Kennedy an, ja? Ich komme gleich.